Furcht ist ein Werkzeug. Wenn das Licht am Himmel erscheint, ist das nicht nur ein Zeichen. Es ist eine Warnung. Ich habe versucht, dich zu erreichen. Was hast du getan? Das ist ein Pulverfass. Und Riddler ist das Streichholz. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Wenn das so weitergeht, dauert es nicht lange, bis ihnen nichts mehr bleibt. Ist mir egal, was mit mir passiert. Es wird nur noch schlimmer für dich. Oh, immer mit der Ruhe, Schätzchen. Du bist genauso, wie man sagt, oder? Vielleicht sind wir gar nicht so verschieden. Wer bist du da drunter? Ich bin Vergeltung. Was ist schwarz und blau dazu? Und nach dem Tod. Was geht zu einem Video auf diesem Kanal? Heute will ich über meine Theorien im zweiten The Batman Trailer reden, da mir da viele Sachen aufgefallen sind, die ihr vielleicht noch nicht wusstet. Und ja, starten wir direkt ins Video rein. Im ersten Bild sehen wir, wie ein sehr wütender Batman, der wahrscheinlich auf den Riddler einprügelt, da wir in einer anderen Einstellung sehen, wie Catwoman sehr überrascht den Mann ansieht, auf den der Batman einprügelt. Wieso denke ich, dass es der Riddler ist? Ganz klar, da ich denke, dass der Riddler eine Motivation zum Batman hat, die wir noch nicht wissen. Vielleicht etwas Familiäres oder so etwas. Und ja, gehen wir dann direkt zum nächsten Bild. Ja, hier sehen wir Leutnant Gordon, wie er auf jemanden zielt. Wir wissen noch nicht genau, wer diese Person ist, aber ich denke, er zielt hier auf den Riddler. Vielleicht bei einem Attentat oder doch am Ende des Filmes. Natürlich kann es auch sein, dass es sich hier um den Batman handelt, aber wenn es sich um den Riddler handelt, was für mich wahrscheinlich ist, schaut hier Gordon sehr ängstlich aus. Es kann sich auch um eine Leiche handeln vom Riddler. Aber kann auch natürlich auch was anderes sein. Und ja, gehen wir direkt zum nächsten Bild. Hier würden, denke ich mal, viele sagen, dass es sich um Bruce Wayne handelt. Aber ich gehe zu 100% davon aus, dass es hier um Edward Nashton, aka den Riddler, handelt. Wieso denke ich das Ganze? Einfach da so viel dafür spricht. Zum Beispiel sehen wir hier Gitter, die für ein Gefängnis sprechen, und auch einen Kopf zu sehen, wie längere Haare, der längere Haare hat oder ja, und eine Brille trägt. Und ich denke nicht, dass Bruce Wayne eine Brille trägt, bin ich ehrlich. Ich denke, in der Szene sehen wir einen wütenden Riddler, der vielleicht seine Rätsel alle gelöst worden oder so etwas sind. Oder so etwas. Naja, gehen wir direkt dann zum nächsten Bild. Was sehen wir hier? Hier sehen wir einen Aufschritt, wo drauf steht See you in Hell. Auf Deutsch heißt es ganz ungefähr, wir sehen uns in der Hölle. Was soll daran besonders sein? Ganz einfach, es hört sich so an, als würden wir die letzte Nachricht vom Riddler hören oder sehen. Zum Batman. Da ich vorhin ja schon sagte, dass passieren kann, dass der Riddler stirbt, eventuell. Und man sieht hier auch weiße Handschuhe. Klar, Detektive, zum Beispiel Gordon, tragen auch sowas auch. Aber es könnten sich auch um Leichenmänner sein, nennt man sie so? Ich weiß nicht, aber ja.
Wo sind wir hier? Also ich erkenne hier einen Bunker, in dem der Endkampf stattfinden wird, denke ich, da wir hier eine Explosion sehen, wo Catwoman ziemlich aufgeregt runterschaut. Vielleicht dreht hier der Batman komplett durch und versucht, durch grausame Gewalt den Riddler zu töten. Den Bunker erkenne ich an den Lichtern und da es nach einem Untergrund aussieht und generell alles sehr, sehr dolle nach einem Bunker aussieht. Ja, als letztes sehen wir Alfred von dem wunderbaren Andy Serkis gespielt, der im Trailer gütiger Gott sagt im Deutschen. Ich denke, im Moment wird kein Riddler gezeigt, der irgendwen killt. Ich denke, hier wird irgendwas übertragen, was die Welt vielleicht nicht erfahren soll. Wieso denke ich, dass es seine Augen... Na, ich denke, dass da seine Augen ziemlich aussehen, als hätte er Tränen in den Augen. Also wahrscheinlich was mit dem Batman oder wie der Batman komplett ausrastet. Und natürlich weiß Alfred, wer der Batman ist. Natürlich Bruce Wayne. Und ja, das war's mit dem Video. Was haltet ihr von den ganzen Theorien, die ich mir jetzt ausgedacht habe für das Video und auch denke, dass sie so im Film passieren wird? Schreibt es gerne in die Kommentare und ja, lasst gerne ein Abo und ein Like da und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Haut rein und ciao. Ich bin Vergeltung. Was ist schwarz und blau dazu? Und nach dem Tod. Wertiger Gott.